Ende Januar dieses Jahres hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof den Runderlass zum grundsätzlichen Vorrang der Windenergie vor dem Artenschutz verworfen. Der Erlass sollte der Prototyp für eine bundesweite Niederschlagung des Artenschutzes werden. Erst wenige Wochen zuvor war der Versuch der Bundesregierung gescheitert, die Windkraft gesetzlich zum Objekt nationaler Sicherheit zu erklären. Der Streit um die Windkraft wird vor allem in ländlichen Regionen erbittert geführt. Die Berichterstattung in den Medien geht kaum auf die näheren Zusammenhänge ein. Aus diesem Grunde habe ich mich mit Dirk Berndt vom Büro für Faunistik und Landschaftsökologie aus Lindenfels unterhalten. Als Gutachter für Artenschutz hat er zahlreiche Genehmigungsverfahren fachlich begleitet. Herr Berndt, danke, dass das geklappt hat. Bevor wir in die Details gehen, erzählen Sie mir mal, was machen Sie im Einzelnen und was tut man als Gutachter für solche Artenschutzfragen? Gut, als Gutachter sind Sie meistens im Rahmen von irgendwelchen B-Plan-Verfahren tätig. Das heißt, Sie gucken halt von Seiten der Vegetation, von Seiten der Zoologie, Tiere, dass eben keinen Tierarten irgendwie zu Schade kommen oder irgendwas passiert, beziehungsweise die Verbotstatbestände der Naturschutzgesetzgebung ausgeschlossen werden. Wer beauftragt solche Gutachter? In der Regel ist das immer der Eingriffsverursacher. Das kann also einerseits Straßenbau sein, also ein Landesbetrieb. Das kann andererseits auch eine Gemeinde sein, die ein B-Plan-Verfahren hat. Das kann aber auch eine Privatperson sein, die ein normales Einzelbauvorhaben hat. Das kann auch der Bund sein im Rahmen von Straßenbau oder auch Wasserbaumaßnahmen. Also jeder, der in Natur und Umwelt eingreift, muss eben den Naturschutz berücksichtigen beziehungsweise den Artenschutz und braucht daher in der Regel die Gutachten. Wo kommt dieses Muss her? Das ist vom Bundesnaturschutzgesetz. Das hat einerseits nationalen Hintergrund, also nationalrechtliche Hintergründe. Das ist in der Regel der Paragraph 44 Bundesnaturschutzgesetz, wo eben abgearbeitet wird, dass besonders geschützte Arten nicht von Bauvorhaben betroffen sein dürfen, zumindest auch nicht erheblich betroffen sein dürfen, aber auch unionsrechtliche Vorgaben wie die FFH und Vogelschutzrichtlinie und internationale Übereinkommen eben zum Schutz wildlebender Tiere. Das heißt, derjenige, der das wirtschaftliche Interesse hat, nimmt sich einen solchen Gutachter oder mehrere Gutachter, um eben die damit zusammenhängenden Fragen des Artenschutzes abzuklären. Aber dahinter steht ja so ein bisschen schon der alte Spruch, wer die Musik bezahlt, der bestimmt auch, was gespielt wird. Ist das wirklich so oder ist das eher ein Ammenmärchen? Naja, also wenn man sich die ganzen Gutachten mal anguckt, also insbesondere im Bereich Windkraft, kann man tatsächlich in vielen Bereichen den Eindruck bekommen. Ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, wo ich auch ungefähr 30 Studien oder Untersuchungen von mir verglichen habe mit Gutachten der Planerseite, wo eben rauskam, also in der Regel habe ich mindestens das Doppelte bis Dreifache mehr an Brutpaaren, ob das jetzt der Rotmilan war oder Uhu oder Mäusebussard. Das hat aber verschiedene Ursachen. Also man muss da nicht unbedingt immer unterstellen, wer bezahlt, der kriegt das geliefert, was er eben hören will. Teilweise ist es auch mangelhafte Kenntnis, teilweise ist es auch zu wenig Kontrollen, zu wenig Begehung. Aber sicherlich kann man auch das ein oder andere nicht absprechen, dass man sagt, ja, man gewinnt den Eindruck. Klar, der Druck ist schon da. Das ist aber auch bei Baugebieten, wenn eine Gemeinde, eine Kommune ein Baugebiet haben möchte, dann gibt es dazu einen Beschluss, dann will man das haben und dann will man wissen, wie. Jetzt ist es in der Regel immer so, gerade im Bereich von Bauplanverfahren zu Gewerbegebieten, Wohnbebauung, kriegt man in der Regel mit Vermeidungsminimierungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen, da gibt es ja öfters die Geschichten zum Kammolch, zu Feldhamster, zur Zauneidechse, die dann eben umgesiedelt werden. Das kriegt man in der Regel ganz gut hin. Da gibt es auch mittlerweile ganz gute Standards, wo man sagen kann, okay, wenn Eidechsen in der Fläche vorkommen, braucht man eine Ausgleichsfläche, die werden umgesiedelt. Ein paar kriegt man natürlich nicht, weil man die 100% aller Individuen fangen kann. Dann geht man in die Ausnahme dann von der Tötung. Also Einzeltiere können dann auch umkommen.
Das ist bei fast allen Vorhaben so. Es darf eben nur nicht dieses signifikante Tötungsrisiko entstehen, sodass eine Population gefährdet wird oder erheblicher Anteil an Individuen eben betroffen sind. Im Bereich der Windkraft, wo man in Naturräume reingeht, wie Wälder, da habe ich natürlich ein Riesenproblem, weil man normal seriös sagen muss, das geht nicht. Das ist nicht ausreichend minimierbar, nicht vermeidbar. Das heißt, ich habe so erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft, ob das jetzt Fledermäuse betrifft oder Vögel betrifft, das sind eigentlich die zwei Hauptgruppen, die im Bereich von Waldstandorten sowohl anlagebedingt durch die Rodung von Flächen, aber auch betriebsbedingt durch Kollision, durch Barotrauben eben zu Schade kommen. Das ist nicht ausreichend vermeidbar oder minimierbar, sodass man eigentlich sagen müsste, Windkraft im Wald geht nicht und im Offenland geht in vielen Bereichen auch nicht. Wenn ich das aber mit Gewalt durchsetzen will, wie die Politik, die sagt, wir machen 2% der Landesfläche muss, ohne zu sagen wie, sondern einfach nur, wir machen 2, weil wir wollen jetzt 2%, weil wir glauben, damit können wir eben die Energiewende oder Stromwende schaffen, dann ist man praktisch als Gutachter, wenn ich denn für die Windkraftindustrie arbeiten wollte, dann bin ich gezwungen, Dinge zu entwickeln oder zu schreiben, wo ich sagen müsste, irgendwie geht's doch, auch wenn ich der Überzeugung bin, artenschutzrechtlich, naturschutzrechtlich geht's eigentlich nicht. Und wenn ich ein Beispiel mache. Ja. Ja. Also wenn ich Ihnen ein Beispiel gebe, zum Beispiel bei Fledermäusen. Bei Fledermäusen ist man zwar der Meinung, über Abschaltzeiten ist ja verschiedentlich berechnet und modelliert worden, kann man die Tötungszahl, die zusätzliche Tötungszahl pro Anlage auf 2 Fledermäuse pro Jahr so justieren, dass nicht mehr umkommen. Das kann man berechnen anhand von Berechnungen, ob die dann funktionieren oder nicht, zeigt dann immer die Lebensrealität. Nach meinen Kontrollen funktioniert es nicht, weil doch viel mehr Fledermäuse unten drunter tot liegen, als rein rechnerisch die Anlage justiert wurde. Das bedeutet aber zum Beispiel für Arten, die in der Regel, also im Wald kommen meistens so um die 12 Fledermausarten vor, die leben oft in ganz kleinen Kolonien von meist um 10 bis 20 Tiere. Jetzt populationsökologisch kann man davon ausgehen, dass bereits bei dem zusätzlichen Verlust von Individuen bei 0,5%, maximal 1%, die Lokalpopulation über die Zeit kaputt geht, also eine erhebliche Störung eintritt, was in keinem Fall sein darf. Da nicht die Anlage auch noch justierbar ist auf einer dieser Fledermausarten, sondern eben willkürlich irgendeine Fledermaus schlagen darf, scheitert das schon im Ansatz. Also allein in der Theorie ist es schon nicht möglich. Das heißt, es wird eine Planung gemacht, wo man weiß, rechtlich ist die gar nicht sauber, ist gar nicht haltbar, weil ich nicht auf Artniveau oder anhand von Populationszahlen eine bestimmte Art mit so und so vielen Individuen töten könnte. Das ist nicht leistbar. Die Natur ist ja eine sehr komplexe Angelegenheit, die aus unendlich vielen kleinen Zusammenhängen sich bildet und davon lebt. Und dass hier eigentlich mit relativ groben technischen Mitteln versucht wird, solche Rechtfertigungsmechanismen aufzubauen, um eben zu sagen, okay, das gilt jetzt dann als akzeptabel. Die sagen aber, es ist es nicht, weil die Empfindlichkeit der Störung viel stärker ist, als man das so grobschlächtig messen, beurteilen und auch entscheiden kann. Ja, also es ist bereits im Modell, in der Theorie falsch und in der Praxis zeigt sich als komplett fatal. Ich habe gehört, dass aufgrund des ungeheuren politischen Drucks und einfach auch der Zahl der Windkraftprojekte sehr viele Gutachter einfach gebraucht werden von der Windindustrie und dass jetzt dann, wenn von Seiten des Naturschutzes, also Naturschutzorganisationen oder klageberechtigter Einrichtungen jetzt dann dagegen geklagt werden kann, dass die Schwierigkeiten haben, überhaupt noch Gutachter zu finden, weil die meisten Gutachterbüros eben schon in Diensten von Windkraftunternehmen stehen. Ist das wirklich so und gibt es da so einen Schiefstand oder ist das ein Gerücht?
Ja, ich würde mal sagen, die meisten Gutachterbüros, die für die Windkraft arbeiten, haben sich irgendwo auch entschieden. Das heißt, entweder arbeite ich für die Windkraft oder ich arbeite nicht für die Windkraft. Für beides wäre eigentlich komplett schizophren, weil ich müsste ja bei dem einen schreiben, nee, es funktioniert nicht. Man kann das nicht handeln, das artenschutzrechtliche Problem oder den naturschutzrechtlichen Konflikt. Und bei der anderen Seite müsste ich schreiben, ja, es macht alles nichts und wir gehen die Ausnahme und töten halt Mäusebussard, Wespenbussard, Rotmilan, ja, bis hin sogar Schwarzstorch. Der Erlass gibt ja vor, ja, auch theoretisch beim Schwarzstorch kann man in die Ausnahme gehen, obwohl der im schlechten Erhaltungszustand ist. Also es ist komplett, es ist irre, was politisch vorgegeben wird. Das ist nicht mal ein schlechter Kompromiss, was ausgehandelt wurde, sondern es ist in vielen Bereichen, liest man es am besten gar nicht, weil man nur, wenn man sich auskennt mit der Sache, eigentlich nur kopfschüttelnd davor sitzt und sagt, ja, wer hat die geritten, ja? Das läuft aber doch darauf hinaus, dass von Seiten der Gutachter, die eben von den Vorhabenträgern, also den Windkraftprojektierern bestellt werden, tatsächlich überwiegend eine Art Gefälligkeitsgutachten geliefert würde. So ist das doch zu verstehen. Ich sage mal so, die Politik hilft ja dabei. Also wenn man den neuen Erlass sich mal anguckt, denn bei dem neuen Erlass, der neue Leitfaden für den Ausbau der Windindustrie, sagt ja von Anfang an, es ist mittlerweile klar, es besteht ein Tötungsrisiko für ganz viele Arten. Das wird nicht mehr abgestritten. Vor ein paar Jahren war es so, der Rotmilan fliegt nicht über den Wald. Somit ist es überhaupt kein Problem. Mittlerweile haben sie anerkannt, er fliegt doch über Wald. Ja. Die haben anscheinend recht, die das kritisiert haben. Aber es macht nichts, weil Wald nicht zum Hauptnahrungshabitat gehört. Und somit laut neuem Erlass, aber auch einer BFN, einem BFN-Vorschlag, das geht ja im Moment auch alles mit der Umweltministerkonferenz vor kurzem, das geht ja alles in die gleiche Richtung. Das heißt, es wird alles gleich normiert und alles in eingenordet. Und müssen jetzt vorbeten und sagen, der Rotmilan fliegt nicht signifikant über Wald, somit besteht kein signifikantes Tötungsrisiko. Dass ich aber genau jetzt in Bereichen wie zum Beispiel im Odenwald mit 56% Waldanteil, wo die Fichte stark abgängig ist, man sieht, dass diese Kalamitätsflächen, die ja jetzt vom Forst entnommen werden, wunderbare Freiflächen sind, wie für eine Stellung vom Windrad ja auch, und der Rotmilan natürlich gezielt da reinfliegt und auch dort seine Vögel und Mäuse jagt, die ja in einer viel höheren Dichte vorkommen als auf dem Acker, dann sieht man, dass all diese Vorgaben nicht funktionieren. Aber es ist tatsächlich so, man verhilft der Windindustrie über die Gutachter auch, zu sagen, ich mache eine Habitatmodellierung am Computer und das ist ausreichend, ich muss gar nicht mehr vertiefend gucken, sondern ich schließe einfach mal aus, ein signifikantes Tötungsrisiko besteht. Es wird aber noch perverser und perverser wird es daher, weil sogar die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten, die zum Teil ja sehr gute Empfehlungen gibt, wie zum Beispiel Tabubereiche von 1500 Meter, die auch höchstrichterlich mittlerweile anerkannt sind und wo ja auch das VGH Kassel, das RP oder das Ministerium, das Hessische, gerügt hat und gesagt hat, es ist nicht erkennbar, warum der Rotmilan nur noch einen Tabubereich von 1000 Meter haben soll, was übrigens auch nicht stimmt, sondern im Erlass steht sogar drin 500 Meter. Das muss man überlegen. Die sind auf 500 Meter runtergegangen und haben das begründet mit einer Studie im Vogelsberg, wo 12 Rotmilane im ersten Jahr besendet werden sollten. Dann haben sie aber nur 6 Stück fangen können. Das ist auch nicht so ganz einfach, die immer dann zu kriegen. Davon sind 3 Stück im ersten Jahr verlustig gegangen. Der eine wurde vom Uhu geschlagen, der andere vergiftet und der andere ist kollidiert mit einem Infrastrukturprojekt. 2 Stück haben sie dann auch noch bei Ulrichstein unter Windkraftanlagen gefunden. Das bedeutet, die Rotmilane fallen dann aus und so wie die Jungen. Also auch der Partner kann dann die Jungen nicht alleine versorgen. Das heißt, eingeschlagener Rotmilan bedeutet auch in der Brutsaison der Verlust der Jungen. So, das heißt, die haben praktisch Daten genommen von 3 Rotmilanen und haben daraus interpretieren wollen, dass ab jetzt 500 Meter oder 1000 Meter Tabubereich reicht, weil 60% aller Flugbewegungen in diesem Radius sind. Jetzt gibt es aber andere Studien, Telemetriestudien mit 40 Sendertieren zum Beispiel, die sagen, eigentlich bräuchten wir 2 Kilometer. Und auch in der Studie im Vogelsberg kam übrigens raus,
dass von den drei ein Tier regelmäßig in einen Windindustriepark geflogen ist bei Ulrichstein, wo der Horst 2 Kilometer entfernt war. Das heißt, ich glaube, 27% aller Flugbewegungen fanden im Bereich der Windkraftanlagen statt. Aber trotzdem nimmt das Ministerium als Anlass, im Beisein von einem Fachgremium, wo dann auch Naturschutzverbände interessanterweise dabei sitzen, ich kenne die übrigens alle, ich fand das immer so ganz lustig, wenn man die dann fragt, ja, wie kommt ihr denn auf so Sachen, dass zum Schluss rauskommt 500 Meter oder 1000 Meter, das gibt also weder die Studie her, mit drei Tieren, das ist auch wie Kaffeesatz lesen, wenn man so will. Interessant an der Studie ist überhaupt, dass man sagen könnte, wenn von 6 Sendertieren im ersten Jahr 3 Stück ausfallen, also tot sind, wovon 2 Stück menschliche Einflüsse haben, also eine vergiftet, der andere kollidiert, dann muss man sagen, das ist über 30%. Populationsökologisch ist der zusätzliche Verlust nach FFH und Vogelschutzrichtlinie bei 1% der Population bereits signifikant oder erheblich. Also wie bitteschön ist bei 30-33% noch ein Spielraum nach oben zusätzlicher Verluste? Das geht nicht. Das ist weder populationsökologisch noch rechtlich in irgendeiner Form. Deswegen hat das VGH Kassel natürlich recht, wenn es die Minimumkompromisse oder die Minimumkriterien für den Artenschutz von 1500 Meter heranzieht, wobei natürlich immer eine Raumnutzungsanalyse belegen kann, dass eben der Rotmilan nicht in bestimmten Rastern fliegt. Aber da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, weil das ist auch nochmal so eine Geschichte, die von hinten bis vorne hinkt. In der Klimaforschung hat man ja lange Zeit immer die extremsten, aber unwahrscheinlichsten Szenarien favorisiert, bis das dann als Alarmismus enttarnt wurde. Und im Artenschutz bei der Windkraft macht man es genau umgekehrt. Die wahrscheinlichsten Fälle werden negiert, um Windräder in Lebensräumen geschützter Arten eben auf Biegen und Brechen zu legitimieren. Nun war ja der vom Gericht gekippte hessische Windkrafterlass eigentlich der Prototyp, nachdem in ganz Deutschland der, wie Sie sagen, rabiate Umgang mit dem Artenschutz legalisiert werden sollte. Kann denn nach dem hessischen Urteil nun dieser Erlass als bundesweiter Prototyp noch weiterhin gelten? Ja, also VGH hat in erster Linie kritisiert, und das hat aber auch das Bundesverfassungsgericht schon gesagt und auch andere Oberlandesgerichte, dass die Empfehlungen der LAG Vogelschutzwarte mit den Prüf- und Tabubereichen, dass die eine Art Fachkonvention darstellen und anzuerkennen sind und nicht Baden-Württemberg sein Dichtezentrum-Modell macht oder Hessen ja jetzt auch mit den Schwerpunkträumen, die man dann unter gewissen Umständen freilässt, aber teilweise auch nicht unbedingt muss, dass das alles nicht funktioniert. Das ist schon mal gut. Das Problem ist nur, dass mit diesen Raumnutzungsanalysen immer noch eine Tür offen ist, und zwar eine, die man praktisch immer zum Erfolg führen muss, dass man Windkraftanlagen doch genehmigen kann. Das liegt daran, dass ich zum Beispiel nur ein Jahr zum Beispiel ein Brutpaar Rotmilane, also 2 Tiere, untersuche. Das heißt, ich gucke an 18 Terminen übers Jahr verteilt von März bis Mitte August und gucke, wo fliegen die lang. So, dann tragen sie das auf einer Karte ein, dann haben sie so Spaghetti-Linien, in der Regel 70, 100 Fluglinien meinetwegen. Und dann kommt das Unsägliche. Dann sagt man, okay, ich lege jetzt ein Gitternetzlinie drüber, also ein Raster mit 250 mal 250 Meter. Und dann gibt es verschiedene Vorschläge. Vogelschutzwarten sagt zum Beispiel, 60% des Hauptaktionsraums muss frei bleiben von Windkraft. Und die anderen Raster, die dann grün wären, also grün gut für die, zum Stellen für Windkraftanlagen, da können wir sie hinbauen. So, das verkennt natürlich auch dieses Modell. Es verkennt alles, was ökologisch, naturschutzfachlich zu werten ist. Windkraft auf 2% der Landesfläche klingt natürlich zunächst mal wenig, was die Politik nicht vermittelt, dass die Anlagen sich dann in windhöfigen Regionen ja so konzentrieren, dass dann dort für Mensch, Landschaft und Tierarten eine unverhältnismäßige Belastung entsteht. Das erklärt ja auch die massiven Widerstände.
Absolut, klar. Es gibt die Oberrheingraben, weht wenig Wind. Da wird wenig mit Windkraft gemacht, wobei auf Rheinland-Pfälzer Seite ganz viel auch in der Ebene stehen an Anlagen. Die haben die meisten Anlagen in der Ebene. In Hessen sind es eher die Mittelgebirgsräume, Taunus, Spessart, Vogelsberg, Odenwaldkreis, die halt übermäßig oder viel mehr als diese 2% eben bekommen, damit man insgesamt das Ziel 2% erreicht. Also halten Sie dieses 2%-Ziel im Grunde für nicht sinnvoll, vor allen Dingen, weil es zu diesem Ungleichgewicht kommt? In erster Linie würde ich den Artenschutz beurteilen, und da 2% artenschutzrechtlich nicht möglich ist, aus besagten Gründen, kann man an 2% eigentlich nicht festhalten. Das ist halt das Problem der Politik, weil die sich darauf geeinigt haben und gesagt haben, wir brauchen 2% der Landesfläche, und ja, aber artenschutzrechtlich ist es nicht möglich, und deswegen muss man versuchen, die Gesetze so zu biegen, dass hinterher rauskommt, wir kriegen es irgendwie doch hin. Das eine ist die politische Entscheidung, das andere ist natürlich auch der Weg, der dahin führt. Und weil im Grunde Sie eigentlich ja auch zeigen, dass es an der Evidenz eigentlich mangelt, werden Mechanismen herangezogen, die im Grunde dann fehlerhaft sind, die aber eben durchgewunken werden. Nun ist ja der Windkrafterlass in Hessen erstmal gescheitert, aber das Bestreben, eben weiter Windkraft in massiver Zahl noch zu installieren, ist ja bei manchen Kreisen nach wie vor da. Gleichwohl hieß es ja immer, dass die Flächen eigentlich immer weniger werden, weil eben schon an vielen attraktiven Standorten die Anlagen stehen und man eben jetzt zunehmend auch in Bereiche geht, die eigentlich nicht so sehr viel Wind erwarten lassen, sodass die ganze Sache von daher natürlich jetzt auch schwieriger wird und ein Hauen, Stechen und Beißen der Beteiligten zu beobachten ist. Sie selber sind jetzt in der Region Odenwald auch beheimatet. Wie ist die Situation denn im Odenwald zusammenfassend von Ihrer Seite zu beurteilen? Im Odenwald war es die ganze Zeit so, war der einzige oder die einzige Region Südhessen, die noch keinen rechtskräftigen Regionalplan hatte. Somit war im Prinzip ja alles offen, theoretisch alle Flächen, wo man hätte bauen können. Jetzt gibt es aber einen Regionalplan, der ja auch aufbauend auf Voruntersuchungen gesagt hat, das sind Ausschlussräume, weil eben artenschutzrechtlich sehr problematisch. Hat sich aber herausgestellt, dass zum Beispiel bei diesen Untersuchungen jetzt im Fall Odenwald zum Beispiel kein Brutpaar vom Schwarzstorch nachgewiesen wurde. Wir hatten dann insgesamt 12 Revierpaare nachweisen können, wovon 8 Horststandorte jetzt bekannt sind. Und somit kam es eben zu dieser Weißflächengeschichte, wo im Odenwald auch von den beabsichtigten Vorrangflächen, die eben das RP Darmstadt ausgesucht hatte, ungefähr ein Drittel als Weißfläche gestrichen werden mussten. Was ist damit gemeint? Weißfläche ist erstmal theoretisch raus, weil eben der Artenschutz, zum Beispiel Brutpaare eben vom Rotmilan, vom Westenbussard oder auch vom Schwarzstorch in diesen Flächen sind oder in diesen Tabu- und Prüfbereichen. Aber es gab ja dann auch die Vorgaben seitens der Regierung, wenn die dann mal wieder draußen sind, die Brutpaare, also nicht mehr da sind, aus welchen Gründen auch immer, egal, dann könnte das auch wieder beplant werden. Das Hauptproblem an dieser ganzen Sache ist aber, so wie das alles auf Ebene der BImSch-Verfahren geht, wird BImSch? Bundesemissionsschutzrechtliche Prüfung, das heißt, das ist dann die Einzelfallbetrachtung für ein Gebiet oder eine Fläche, eine Vorrangfläche, dann hat man Regelmechanismen im Moment entwickelt, die eigentlich immer eine Nutzung ermöglichen. Das heißt, der Artenschutz hat keine Chance mehr, weil man Modelle entwickelt hat, wie zum Beispiel die Raumnutzungsanalyse, wo ein Raster drüber gelegt wird über ein Gebiet und dann nach einer gewissen Wahrscheinlichkeit gesagt wird, da fliegt der Rotmilan oder Schwarzstorch selten, da kann man eine Anlage hinstellen, da fliegt der regelmäßig, da ist keine Anlage möglich. Und somit will man sagen, dass diese signifikante Tötung oder signifikant erhöhte Tötungsrisiko über diese Raumnutzungsanalysen, die Standorte ermittelt werden können, wo Windkraft möglich ist und wo eben nicht innerhalb dieser Fläche. So kam es dann auch, dass der Erlass ja sagt,
Tabubereiche, theoretisch brauchen wir gar nicht mehr, auch beim Schwarzstorch nicht. Wir gehen aber mal von 3000 Meter auf 1000 Meter runter und beim Rotmilan ja sogar auf 500 Meter runter. Das heißt, 500 Meter ist tatsächlich noch so ein Tabubereich, wo man sagt, ne, er hat halt gerade in der Balzphase seine Flugräume, die sind unvorhersehbar und die sind hauptsächlich im Bereich von 500 Meter, was nicht stimmt, aber egal, wird halt einfach behauptet aufgrund von Telemetriedaten von zwei, drei Tieren. Aber gut, aber noch schlimmer ist es, dass es letztendlich Vorgaben gibt und das sowohl vom Bundesamt für Naturschutz als auch von der LAG Vogelschutzwarten, also Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten, als auch vom Erlass und abgesichert über die Umweltministerkonferenz, die ja alles einheitlich haben will, dass man sagt, okay, man macht diese Raumnutzungsanalyse, das ist an 18 Terminen von Anfang August bis Mitte, von Anfang März bis Mitte August beim Rotmilan. Und dann trägt man in eine Karte wie so Spaghetti-Linien die Flugbewegungen ein, legt dann ein Raster drüber, ein Gitternetz von 250 mal 250 Meter Raster und sagt dann, aha, 70% aller Flugbewegungen waren in den Rastern, da geht keine Anlage, aber unmittelbar nebendran in dem Raster kann man eine Anlage hinstellen, weil da ist er in diesem Jahr wenig geflogen. Das würde bedeuten, dass man aber impliziert, dass ein Rotmilan sich jedes Jahr immer gleichartig verhält. Das heißt, er nutzt nur das. Das wäre so ähnlich, als wenn ich sagen würde, ich gucke mal Ihr Bewegungsmuster, wenn Sie mit Ihrer Frau in der Fußgängerzone rumlaufen und sage, okay, die Fußgängerzone hat kleinere Gehplatten. Der Herr Rehmann läuft jetzt mit seiner Frau da lang, an dem Schaufenster war er öfter. Es scheinen keine Vegetarier zu sein, das war die Metzgerei, aha. Aber da hinten im Bettenlager und stricken tut die Frau auch nicht gern in der Abteilung für Wolle, da waren sie nicht. Also das sind dann grüne Raster, da kann ich eine Mine drunter legen. Jetzt sehen Sie die Mine auch nicht, so ähnlich wie in Rotmilan nicht sieht, dass vertikal mit 300 Stundenkilometer eine gezackte Fallbeil durch die Luft saust. Das kann der genauso wenig wahrnehmen wie Sie die Mine unter dem, dem Fußbelag. So, das heißt, wenn ich dann nach 5 Jahren eine neue Matratze will im Bettenlager, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dann habe ich hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich auf die Mine drauf trete. Und damit ist dann im Grunde die Standardisierung von beweglichen Prozessen in der Natur eigentlich gemeint. Ja, und das man weiß jetzt schon, dass gerade bei höheren Stichproben, also bei Studien, wo man 40 Sendertiere ausgewertet wurden, weiß man, dass der Faktor des Unterschieds von jährlichen Raumnutzungsmodellen um das 28-fache ist. Das heißt also, von vornherein ist diese Betrachtung von einem Jahr von 18 Terminen dient rein dazu, um zu sagen, ja, wir kriegen halt irgendwo grüne Raster hin, wo wir die Windräder stellen können. Aber es ist eine Ermöglichungsplanung. Mehr nicht. Es hat artökologisch 0,0 Sinn. Im Gegenteil, es ist von vornherein falsch und es unterstellt sogar, dass ein Rotmilan im Bereich der Windkraftanlage, wenn ich eine Rodungsfläche habe, ja überhaupt nicht hinfliegt, was ja völlig falsch ist. Weiß jeder, der beobachtet, der weiß, die Freiflächen werden gezielt vom Rotmilan angeflogen. Und auch die Vogelsberg-Studie gibt her, dass man sagt, das war der Rotmilan Noah, hieß er. So, Noah hat sein Bruthorst 2 Kilometer entfernt von einer Windindustriefläche und ist mit fast 30% aller Flugbewegungen dort registriert worden. Trotzdem kommt das Umweltministerium oder das Wirtschaftsministerium in Hessen zu dem Schluss, 500 Meter reichen, weil dort angeblich die Mehrheit aller Flugbewegungen wäre, was schlichtweg falsch ist. Also man kann das so nicht interpretieren. Man kann auch nicht interpretieren, wie im Erlass steht, auch hier etwa 60% aller Flugbewegungen sind in Höhen bis maximal 80 Meter. Ja, dann wäre es so, also 80 Meter ist ja die untere Rotorenspitze von den neuen Anlagen, die ja bis 250 Meter gehen, Nabenhöhe meistens so 160, 170 Meter. Dann wird man keinen Rotmilan mehr unter diesen neueren Anlagen finden, was schlichtweg nicht stimmt. Da muss man sich immer nur die Schlagopferkartei angucken. Und natürlich ist es so, dass auch nach wie vor regelmäßig und ständig Rotmilane unter diesen Anlagen gefunden werden. Die Berechnungsmodelle, auch zum Beispiel in der Progressstudie, die 2016 gemacht wurde, mit dem viel größeren
Durchmesser der Rotoren von der neueren Anlagen, das passt alles nicht mehr. Das ist wie bei den Fledermäusen. Die Modelle können sie nicht mehr annehmen und somit kommt es logischerweise zu einfach immer höheren Verlusten. Sie hatten vorhin mal kurz angesprochen, dass hin und wieder auch vergiftete Tiere aufgefunden werden. Mir ist kürzlich eine Aufstellung aus Norddeutschland zugegangen, wo also 46 Fälle von vergifteten, artgeschützten Greifvögeln nachgewiesen wurden über die letzten Jahre. Und alle diese Fälle standen im Zusammenhang mit Windkraftprojekten, die also geplant oder gewollt waren, zumindest in diesen Bereichen. Und ist Ihnen da, haben Sie da auch Erkenntnisse, wie mit dieser Problematik es sich verhält? Das ist so, ja. Es gibt, ich glaube, Niedersachsen war es, die hatten 500 Delikte, auch so Umweltdelikte im Bereich von so Infrastrukturprojekten, auch überwiegend von der Windkraft. Ich selbst bei mir im Odenwald habe Flächen, nachdem ich bekannt gegeben habe, wo der Schwarzstorchhorst war, war die Buche mitsamt Horst gefällt im Juni, ja, muss man sich vorstellen. In anderen diesem Fall, Jahr, im vergangenen Jahr? Das war jetzt schon 2 Jahre her, ja. Also mittlerweile haben wir da sogar, die mussten da eine Plattform bauen, der brütet jetzt auch auf der Plattform, aber das war inmitten von so einer Vorrangfläche, war der Horstbaum halt gefällt. Und wie gesagt, eine Buche im Juni zu fällen, macht man nicht, also auch als Forst nicht. Ein weiterer Punkt ist, dass Planungen ja häufig so sind, dass also im Zuge der Planung diese Prüfungen, von denen Sie sprachen, losgehen, dass aber der Baubeginn häufig schon zu einem Zeitpunkt gestattet wird, wo viele dieser Planungsprozesse oder Prüfungsprozesse noch überhaupt nicht abgeschlossen sind. Das war ja in Hessen auch der Fall, dass zum Beispiel auch hier noch bestimmte Eingaben von Seiten des Naturschutzes oder von fachlicher Seite in die entsprechenden Planungs- und Genehmigungsverfahren noch gar nicht erfolgt waren. Aber gleichwohl sind Genehmigungen erteilt worden, um schon vollendete Fakten zu schaffen. Also mindestens mal Rodungen, Zuwegungen, Leitungen, die verlegt wurden, also industrielle Eingriffe in die entsprechenden Lebensräume. Und wir haben heute immer noch eine ganze Reihe von Windparks, über die die endgültige Genehmigung noch gar nicht vorliegt. Das scheint mir doch etwas abenteuerlich zu sein. Gut, ich sag mal so, ich selbst mache ganz gern normale B-Plan-Verfahren zu Gewerbegebieten, Baugebieten, Straßenbau. Da läuft das eigentlich relativ gut. Auch die Gemeinden, die wollen ihre Planungssicherheit haben, da ist es relativ entspannt. Es ist auch jedem klar, es braucht immer einen Ausgleich, es braucht Ersatzflächen. Das dauert in der Regel immer alles 1-2 Jahre, diese Projekte. Dauert aber oft bei der Windkraft auch eine gewisse Zeit. Ist auch logisch, warum das oftmals länger dauert. Jetzt klar, wenn irgendwelche Fördergelder im Raum stehen, so war es mal vor ein paar Jahren, da gab es ja diese besagte Genehmigung noch zum 23. Dezember. Da hatten wir auch von Gemeinden, also ich war von Gemeinden beauftragt, die auch das mit der Windkraft kritisch gesehen haben. Da hatte ich zum Teil auch noch Untersuchungen Wochen vorher eingereicht, wo wir sagen, da sind Horstfunde. In einem Fall waren es, glaube ich, 20 Horstfunde von Greifvögeln, die Planerseite übersehen hatte. Und dann haben die trotzdem genehmigt. Also es wurde trotzdem gerodet und es wurde nicht überprüft im nächsten Jahr, von wem sind die Horste. Da waren auch Rotmilanhorste dabei, die übersehen wurden. Aber es wurde einfach genehmigt. Das heißt, die Behörden, natürlich haben die den politischen Druck für die Genehmigung. Das ist ganz offen. Das habe ich auch schon offen von Sachbearbeitern gesagt bekommen, die dann auch sagen, wenn ich hier nicht unterschreibe und das so nicht mitmache, habe ich ein Problem. Also der Druck ist in diesem Bereich enorm hoch und somit wird dann auch oftmals eine Genehmigung ausgesprochen, die dann eben auch von Gerichten glücklicherweise immer wieder auch mal gekippt wird in Eilverfahren, wo es dann eben heißt, nee, jetzt Baustopp, so nicht. Das wird aber, was Sie beschreiben, läuft ja eigentlich darauf hinaus, dass der Artenschutz eigentlich hier überhaupt nicht mehr beim Wort genommen wird, sondern dass es eigentlich nur noch darum geht, mit allen Mitteln den Artenschutz irgendwie runter zu regeln, um eben die politisch gewollten Vorhaben umzusetzen. Oder sehe ich das zu überspitzt? Das ist absolut so. Wenn Sie ein Wasserwerk nehmen, ich habe zum Beispiel gerade so einen Fall, da wird auch ein Wasserwerk gerade neu gebaut. Da haben Sie in der Regel mit unteren Naturschutzbehörden zu tun.
es ist viel entspannter, weil dort gar kein Druck unbedingt entsteht, auch politisch, dieses Wasserwerk jetzt exakt an dieser Stelle zu bauen oder was zu verändern oder irgendeinen Ausgleich zu machen. Das läuft in der Regel, kann man sagen, ich habe die wenigsten Konflikte und Probleme mit ganz normalen Bauleitplanverfahren. Probleme gibt es immer, und zwar nahezu zu 100% im Bereich Windkraft. Wenn ich im Bereich Windkraft etwas annehme von einer Gemeinde, die es kritisch sieht, weiß ich ja schon im Vorhinein, die einen wollen es, die anderen sind halt dagegen und somit ist der Streit vorprogrammiert. Und im Bereich Windkraft ist logischerweise der Streit vorprogrammiert, weil etwas passiert ist, was eigentlich hätte nicht passieren dürfen. Das heißt, es werden Leitfäden rausgegeben, die mit auch unionsrechtlichen Vorgaben nicht übereinstimmen. Also nur mal ein Beispiel. Wenn ich sage, ich muss, um den Artikel 9 der Vogelschutzrichtlinie anwenden zu können, also die Ausnahme vom Tötungsverbot, also ich darf jetzt Schwarzstorch töten durch die Windkraftanlage, den Wespenbussard, den Mäusebussard, also auch Arten, die zum Teil häufig sind, wie der Mäusebussard, dann muss ich in die Ausnahme gehen. Artikel 9 sieht aber nicht vor, dass ein wirtschaftliches Interesse rechtfertigt, streng geschützte Arten der Vogelschutzrichtlinie, die prioritär für Deutschland auch noch eine Verantwortungsart ist, wie der Rotmilan mit über 50% des Weltbestandes hier in Deutschland konzentriert ist, dann muss ich schon extremst etwas konstruieren, ja, wo man sagen muss, wenn man einen gewissen Verstand hat, wo man einfach nur den Kopf schütteln kann, weil man sagen muss, wenn der Artikel 9 anzuwenden ist, dann muss ich der Windkraft bescheinigen, dass sie der öffentlichen Sicherheit dient. Ja. Jetzt sagen Sie mir mal ein Argument, warum soll die Windkraft der öffentlichen Sicherheit dienen? Also wo geht Deutschland jetzt unter und alles entartet im Bürgerkrieg, wenn die Windkraft auf dem Level bleibt, wie sie jetzt ist, mit 30.000 Anlagen oder sogar, wenn wir gar keine Windkraft hätten? Also wo passiert jetzt der Bürgerkrieg? Ich sehe nicht, im Gegenteil. Ich sehe eher, wenn man weitermachen würde wie bisher und die Gesetze immer mehr beugt, beziehungsweise auch die artenschutzrechtlichen, allgemein anerkannten ökologischen Kriterien so weit biegt, dass man sagt, irgendwie muss ich es aber hinkriegen mit aller Gewalt. Also erfinde ich halt die Raster, die grün sind in dem einen Jahr und die anderen, naja, die lassen wir halt weg. Es ist ja völlig logisch, dass durch diese Rasterkartierung ich immer grüne Raster bekomme, weil der Rotmilan ja schlecht mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit in jeden dieser 100 Raster oder 200 Raster fliegen kann. Das ist ja schier gar nicht möglich. Also habe ich doch immer die Möglichkeit, meine Mine zu verstecken und kann sagen, da stelle ich es halt hin. Naja, der Rotmilan kann nicht an zwei oder drei Stellen gleichzeitig sein. Und weil das so ist, fallen eben dann immer irgendwelche Stellen den natürlichen Lebensräumen zum Opfer. Und auf dieser Basis wird eben dann genehmigt. Das, der kann in seinem Aktionsraum niemals zu 100% gleichmäßig die Flüge machen, der wird immer Bereiche haben, die er mehr anfliegt. Wenn sie durch die Fußgängerzone laufen, laufen sie auch nicht immer gleich. Da laufen sie auch nicht über Jahre immer den gleichen Weg. Und so macht es eben der Rotmilan auch nicht. Also werde ich immer Flächen haben, wo ich sagen kann, da kann ich ein Windrad hinbauen. Und dass das aber nicht funktioniert, sieht man an bestehenden Anlagen, wie auch hier bei mir im Odenwald. Da habe ich allein in dem einen Fall, wo 5 Anlagen auf den Höhenrücken gebaut wurden, wo auch Rotmilane im Tabubereich waren, Horste, das sind 3 Stück in dem Fall, die gar nicht mehr genutzt wurden. Das heißt, nach einem Jahr der Inbetriebnahme der 5 Anlagen waren 3 Paare vom Rotmilan weg. Das ist die Realität. Nun ist ja so, die Standzeit der Anlagen wurde mal mit 25 Jahren angegeben. Häufig wird danach nochmal, werden weitere Anlagen nachfolgen, sodass es kaum damit zu rechnen ist, dass über die Anlagen, die bleiben, die Bestände sich da an diesen Bereichen entsprechend erholen, sondern es ist ja nach meiner Einschätzung, ich bin kein Experte, ist ja doch damit zu rechnen, dass eben immer mehr Gebiete in natürlichen Lebensräumen einfach mit diesen Anlagen industrialisiert werden und die Lebensräume objektiv wegfallen, sodass es eigentlich hier mit dem Artenschutz dann eben doch bergab geht, aber eben politisch gewollt.
Absolut. Man sieht es ja auch jetzt schon in Norddeutschland, da stehen teilweise Anlagen 25 Jahre, die stehen jetzt einfach so rum. Die Flächen würden sie geschenkt bekommen, weil sie keiner will, weil keiner die Anlagen entsorgen will oder kann, weil keiner mehr zur Rechenschaft gezogen werden kann, wo die Gelder weg sind, die zurückgelegt wurden. Klar ist das so. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn sich einmal etwas etabliert hat, das ist ja das Schlimme, dann bleibt es in der Regel. Es wird gerepowert. Ja, also man macht die Anlagen dann noch größer, noch effizienter. Und natürlich geht das über die 25, 30 Jahre hinaus, wenn man sich irgendwo mit arrangiert, gewöhnt. Die Natur gewöhnt sich nicht dran. Das ist nachgewiesen. Das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, dass die keine Möglichkeit hat, der Evolution sich anzupassen und plötzlich Entwicklungen findet, den Rotoren auszuweichen. Entweder haben die ein Meideverhalten, manche Arten, oder sie haben es eben nicht. Und die, die es nicht haben, haben praktisch keine Chance. Der Naturschutz wird ja jetzt seit Jahren stark ehrenamtlich getragen. Und Verbände wie NABU oder BUND stellten sich ja lange Zeit als primär nicht politische, sondern als Fachverbände dar. Nun hat der Chef des Naturschutzbundes NABU kürzlich zusammen mit den Grünen einen Deal geschlossen, nachdem der bisherige Widerstand des NABU gegen die Windkraft aus Artenschutzgründen aufgegeben werden soll. Damit soll das politische Ziel, der weitere Ausbau der Windkraft, unterstützt werden. Und der Artenschutz soll also endgültig nachrangig behandelt werden. Das hat den Verband in eine existenzielle Krise gestürzt. Was bedeutet es Ihrer Meinung nach, wenn die bisher starke ehrenamtliche Naturschutzarbeit in den Sog politischer und hier sogar parteipolitischer Interessen gerät? Ich bin ja jemand, ich war ja mit 17 bin ich eingetreten in NABU, war ja lang im NABU und habe ja auch vor 6 Jahren dann MUNA e.V., also meinen eigenen Verein, gegründet, mit auch ganz vielen, die nicht mehr beim NABU sein wollten, ausschließlich eigentlich durch die Windkraft. Ja, aber das ist schon immer so. Das Problem, wenn Sie irgendwo politisch Einfluss haben wollen oder mitreden wollen, dann müssen Sie gezwungenermaßen Kompromisse eingehen. Wenn man aber Kompromisse eingeht, wo man sagen kann, das ist aus meiner Sicht der Komplettverrat am Artenschutz und hat auch juristisch keinen Rückhalt, dann stellt sich tatsächlich die Frage, in so einem Verein kann man kaum sein. Das ist ja auch die Zerreißprobe, die Parteien haben, die aber auch Vereine haben, wie der NABU mit 800.000 Mitgliedern. Da sind ganz viele an der Basis höchst unzufrieden. Also ich könnte Ihnen auch allein auf dem, was der Landes- oder die Landesverbände vor ein paar Monaten rumgeschickt haben, nämlich genau das, dass sie das mit unterschreiben, dass sie mit zum Beispiel auch an diesem Erlass wirken und da mit unterschreiben, ganz viele Mails bekommen, was ich dazu sagen würde. Aber gut, ich sage natürlich da nichts mehr zu, weil ich nicht mehr im NABU in irgendeiner Verantwortung bin, sondern in meinem Verein. Und wir gehen so, Kompromisse würde ich niemals eingehen. Weil das für mich ganz klar entgegen allem steht, was artenschutzrechtlich, naturschutzrechtlich machbar ist. Und wenn die Regierung glaubt, 2% angeben zu müssen, ohne zu wissen, wie, dann ist das deren Problem. Dann müssten die eher Farbe bekennen und mal sagen, okay, es war ein Fehler, ja, wie so vieles falsch gemacht wird auf Seiten der Regierung. Dann müsste man einfach mal zugeben und sagen, ja, die 2% war theoretisch irgendwie, hat es ganz gut geklungen, aber wir merken jetzt in der Realität, dafür opfern wir das, was uns lieb gewonnen ist, oder wir schädigen damit die Natur in einem Ausmaß, wo man nicht mit rechtfertigen könnte, öffentliche Sicherheit oder Klimawandelrettung. Also die Windkraft rettet das Klima nicht. Das ist ein ganz, ganz kleiner Teil von unter 2%, was es am Primärenergieverbrauch überhaupt in irgendeiner Form hat. Also wie man da auf die Idee kommen könnte und sagen kann, damit retten wir jetzt das Klima. Oder auch nur oder zu einem erheblichen Teil. Also das ist mit Sicherheit auch komplett falsch. Das ist auch bekannt allgemein. Was haben Sie denn aus Ihrem Erfahrungsbereich mitbekommen über die Situation im Naturschutzbund NABU? Gut, da weiß ich, dass ganz viele, gerade die Aktiven, also der NABU hat ja viele, viele Mitglieder, die wenigsten davon sind aktiv. Wird ja auch viel Mitgliederwerbung gemacht, das heißt, man hat ganz viele auf dem Papier. Die sagen, okay, Naturschutz finde ich gut, NABU, prima, was die so machen. Das sind Mitglieder, aber ohne irgendwie aktiven Wert. Die aktiv sind, die wirklich draußen sind,
die erzählen mir immer, es schlägt so zwei Herzen einer Brust, aber auch nur, weil sie glauben oder glaubhaft vermittelt bekommen haben, manipuliert wurden, wenn sie so wollen, über die Politik auch, dass wir Windkraft brauchen, dass Windkraft alternativlos ist, um die Energiewende hinzubekommen, was fachlich falsch ist einfach. Wenn man das weiß und sagt, okay, man braucht die Windkraft nicht zwingend in dieser Form von 2%, dann kann man auch sagen, nee, wir halten mehr am Artenschutz fest, aber wir müssen nicht alles aufgeben, nur um uns zu verbiegen, damit 2% unserer Landesflächen mit Windrädern bebaut werden. Was ist denn Ihre Einschätzung, warum die Politik so an dieser Sache festhält? Die Politik will nicht schön Hotspielchen machen. Das merkt man jetzt auch bei Corona. Es kommt nicht gut, wenn man mal so macht, mal so. Es ist für die Bevölkerung offensichtlich besser vermittelbar. Man hat eine Linie, ob die richtig oder falsch ist oder sich zwischenzeitlich herausstellt, dass es völliger Unsinn ist. Man hält aber trotzdem dran fest. Ich denke, wir haben sehr viele Themen heute berührt und ich würde an der Stelle gerne für heute einen Punkt machen. Bedanke mich herzlich für das Gespräch und wenn es Neues gibt, dann können wir ja gerne eine Fortsetzung machen. Ja, bedanke mich auch. Danke. Tschüss.